Moin, heute sind wir schon zu dritt. Markus wieder dabei. Audit Plus machen. Ja. Und hier ist Niklas. Elektrotechnik, meine Lieben. Der hat faustdick hinter den Ohren, der kommt aus der Windkraft. Den können wir gar nichts erzählen von Netzanalyse und Überspannung und Unterspannung bei der Herrschaft. Ich erkenne anhand des Kurvenverlaufes vom Strom, ob in der betreffenden Schaltanlage ein Frequenzumrichter installiert und in Betrieb ist oder nicht. Haben wir eine reine Sinusform ohne diese Spitzen, dann haben wir nur 50 Hertz Schwingungen im Netz. Haben wir diese Ausbeulung hier, diese Spitzen, dann entnimmt ein Frequenzumrichter aus dem Netz oberhalb 50 Hertz Schwingungen, die wir hier auslesen können. Das heißt, wenn ich die Anlage nicht kenne, weiß ich genau, ich muss die Frequenzumrichter erst einmal untersuchen. Und das Messgerät unterscheidet zwischen der reinen Sinusverschiebung zwischen hellgrün und dunkelgrün, der Verschiebung zwischen Strom und Spannung und kann unterscheiden, ob Verzerrungen drin sind. Grundschwingungsblindleistung ist die Verschiebungsblindleistung zwischen Strom und Spannung. Verzerrungsblindleistung ist die entstehende Blindleistung für Magnetfelder, die hier drin sind und in den Motoren, oberhalb 50 Hertz. Und wie hoch die Frequenzen oberhalb 50 Hertz sind, spuckt er auch aus. 5 mal 50 sind 250 Hertz. Hier ist die Grundwelle, die 50 Hertz. 5 mal 7, 11 mal 5. Das Frequenzspektrum von diesen Klasse B Messgeräten geht bis zur 50. können die hier. Und unser Klasse A Messgerät geht noch weiter bis 75. Und die neue Generation von Qualista geht auch noch höher. Das heißt, wir müssen berücksichtigen, dass unser Netz verschmutzt ist durch den Betrieb an Frequenzumrichtern. Und eine Netzverschmutzung führt immer zu einer Erwärmung, weil mehr Strom fließen muss, um das auszugleichen, der beteiligten Baugruppen bis hin zum Trafo. Und das führt zu Netzverlusten, wie der Netzbetreiber uns auf die Rechnung schreibt. So, fertig. So, moin. Wir machen jetzt ein Energieaudit, eine Wiederholung, weil das letzte Energieaudit liegt schon mehr als 4 Jahre zurück. Und zuerst beginnen wir mit der Messung Stromaufnahme, 24-Stunden Messung mit einem Netzanalysegerät. Netzanalyse heißt EKG für Strom und Spannung durchführen. So, ich mache erstmal Pause. Moin, jetzt haben wir gerade einen Zyklus. Hier wird der Strom mehrheitlich entnommen, wenn die PV-Anlage läuft. Hier haben wir eine PV-Anlage, Eigenstromnutzung. Das heißt, die Anlage ist tagsüber im Sommer mehr beschäftigt mit dem Einbringen des Substrates in den Fermenter. Hier haben wir das Messgerät PEL 103. Wir können einmal schauen, wie die Grundschwingungsblindleistung ist. Der trennt das nicht. Der hat nicht die Trennung drin. Doch, hat er hier auch. Leistungsfaktor und Cosinus Phi. Habe ich mich eben nicht vertan. 0,4 sieht der nicht so gut aus. Das sieht ja nicht so gut aus. Hier sind die Oberschwingungen drin. Nix. Scheiße. 0,4. Als ich bei Biogasanlagen anfing, 2015, da hatte ich auch diese Werte. Es war aber nicht in dieser Anlage, sondern in einer ähnlichen. Dann habe ich in der Uni angerufen, habe ich einen Professor gefragt, ob es diese Werte in der Wirklichkeit auch gibt. Da hat er gesagt, nein, ob ich schon zu lange vom Studium weg wäre, hat er mich gefragt. Und noch andere persönliche Fragen. Ihr seht also, hier fließt viel zu viel Strom, mehr als das Doppelte, als es nötig ist. Und deswegen ist die Messung sinnvoll. Da oben sind wir dran, da ist der Feststoffdosierer, der läuft jetzt und zieht hier dermaßen viel Blindstrom. Das ist gar nicht lustig, weil wenn die Anlagen weiterlaufen sollen im Flexbetrieb, dann wird vom Netzbetreiber auch auf die Blindstrom-
Kompensation geachtet, weil er den Cosinus Phi an den BRKWs regelt, die Herrschaften. Und wehe, da sind solche großen Zahlen drin im Phasenwinkel, dann vertut sich der Parkregler. Dann können wir den wieder anrufen. So sieht das nämlich aus. Das Energieaudit Plus geht jetzt am Trafo weiter. Wir checken jetzt die Bilanzen eine Woche lang. Ausspeisung BRKW, PV-Anlage, Bezug, Biogasanlage und zwar mit den Daten des Netzbetreibers. Das startet jetzt. So, am Trafo für die Ermittlung der Bilanzen gegenüber den Netzbetreiberdaten installieren wir jetzt 3 Stück Qualisar hier an der Seite. Eine ist für PV, einer ist für Biogas und einer ist das für das BRKW. Die 48-Stunden-Bilanz wird jetzt hier ermittelt und mit dem Netzbetreiber verglichen. Hier, jetzt ist die Biogasanlage wieder ausgegangen, die FUs sind weg. Jetzt wird die Kurvenform wieder leicht sinusförmig. Eben sah das aus, als ob die Oma mir was stricken will. Ein Strickmuster für mein Tomorrowland-T-Shirt. Aber jetzt wird es langsam sinusförmig. Diese Wandler von Rink hier, die sind gebaut für sinusförmigen Strom und Spannung. Das schon in der Industrie auch gehabt. Das ist eine Katastrophe für die Messtechnik. Note 5. Wenn die PV, das ist genau unser Argument für diese Messung mit einer PV-Anlage und mit FUs. Das habe ich schon, in vielen Anlagen gehabt. Was haben wir denn auf Dauer jetzt, sagen wir mal, für Probleme hierbei? Was kann eben halt für den Betreiber hier? Was hätte er in Zukunft für Probleme? Hier haben wir zu viel Strom oder zu wenig Strom erfasst. Völlig falsch, weil das nicht sinusförmig ist. Wir haben hier die Feststellung, dass die Bilanz nicht stimmt vom BRKW. Mhm. Hier fehlen uns jetzt schon 5 kW. Ja. Kannst mal mit 8.500 Stunden hochrechnen. Über 10.000 Euro. Ja. Hier das gleiche, 3% vom Bezug. Falsch gerechnet. Die PV-Anlage ist sauber, die ist symmetrisch, die macht ganz saubere Arbeit hier. Nicht ganz sinusförmig, aber fast. Diese stehen in Wechselwirkung miteinander und beeinflussen sich gegenseitig. Beim BRKW habe ich jetzt natürlich eine Sache, da ich ja bei 95% HBL fahre, ja, fällt es mir hierbei ja erstmal gar nicht auf. Das heißt also, ich fahre ganz normal mit meinem BRKW über den Stundenplan an die Höchstbemessungsleistung ran und brauche 5% aber mehr. Das heißt, eigentlich fahre ich 100%. Und? Ja. Ja. Eigentlich fahre ich 100%, ja, aber habe nur meine HBL von 95. Das würde dann im Maispreis dieses Jahr unwahrscheinlich werden, wenn wir so eine Tonne Mais sehen, der im Moment so um die 200 bis 210 Kubikmeter Gas bringt. Wir brauchen für den Motor 110 bis 120 Kubikmeter Gas. Aus dem Mais kommen so, hatte ich ja gesagt, 210 Kubikmeter Gas brauche ich 2 Tonnen Mais für 2 Stunden laufen lassen. So, und das rechne ich mal hoch. Bei 70 Euro Maispreis, den wir vielleicht bald mal haben werden pro Tonne. Nachdenken lohnt sich also über die Zukunft, denn alles ist im Fluss und in Veränderung. Und das geht man gar nicht hier. Nicht sinusförmige für diesen Wandler geht nicht. Hier. Jetzt mal ein bisschen. Jetzt einmal drauf. Einmal an diesem Stromspannungsnetz. Ja. Und hier hast du dann Schlupffrequenz, Winkel. Weiter. Und Volt und so. Und Volt.
jedem Video im Container sage ich, isoliert die Rohrleitung im Container. Warum? Damit bei diesem Wetter die Elektronik nicht abkotzt. Ja, wir haben im Kummerkasten vorhin gemessen, über 60 Grad. Im Kummerkasten ist bei dem Zündstrahler die Zündeinheit, die PDEs ansteuert. Und hierbei haben wir über 60 Grad, die jetzt zum WLAN in der Motortechnik führen. Aussetzer im Motor, die sogar bis zum Stillstand führen können. Herzlichen Glückwunsch! Mal wieder am Trafo. Jetzt gucken wir mal, ob die Stromstärke genauso groß ist hier. Ist sie nicht. Nee. Er hat Verluste in der Erde. Oder er zieht noch Eigenstrom ab. Das können wir auch noch prüfen. Das würde zu 5 kW passen, die der Generator, der BHKW selber verbraucht. Ja, wo dazwischen?